Ich will dir heute erklären, warum eine Zahnreinigung dir viel, viel Geld sparen kann beim Zahnarzt. Warum sie also so wichtig ist. Es gibt nämlich tatsächlich mehrere Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Mein Name ist Dr. Julia Nebeling-Reiser und ich bin praktizierende Zahnärztin hier in der Schweiz. Eine Zahnreinigung bedeutet, du gehst zu einer Dentalhygienikerin und die ist extra für das ausgebildet, reinigt dir richtig gründlich deine Zähne, aber sie reinigt auch die Bereiche, wo du nicht hinkommst mit deiner Zahnbürste und deinen Hilfsmitteln, nämlich die Taschen. Viele Patienten haben, vor allem ab einem bestimmten Alter, Zahnfleischtaschen. Das heißt, es beginnt ein kleiner Knochenabbau und in der Tiefe können sich zum Beispiel Speisereste sammeln. Das kann natürlich dazu führen, dass sich Zahnstein bildet. Und zu dem Zahnstein muss man sagen, in diesem Zahnstein befinden sich Speisereste, Speichel, Mineralien, aber auch Bakterien. Und diese Bakterien sind dann ursächlich dafür, dass dein Knochen sich immer weiter abbaut. Und was einmal weg ist an Knochen, kommt nie wieder. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt vielleicht die schönsten Zähne, ja? Wunderschöne Zähne, völlig kariesfrei. Aber was nützen dir die schönen Zähne, wenn die irgendwann anfangen zu wackeln, weil dein Knochen immer weniger wird? Ich sage immer zu meinen Patienten, was nützen dir die schönsten Häuser, die schönsten Kronen, wenn dein Fundament nicht stimmt, ja? Also im Bau kennt das jeder. Feuchtes Fundament, da kannst du kein Haus drauf bauen. Und bei uns ist es genau dasselbe. Ihr müsst dafür sorgen und das ist so einfach, dass ihr wenigstens ein bis zweimal im Jahr zu einer Zahnreinigung geht. Weil die DEHA, die ist zwar nicht spezialisiert auf die Karies, aber sie kann schauen, dass euer Fundament stimmt, dass alles schön sauber ist, dass der Knochenabbau, wenn er schon stattgefunden hat, gestoppt wird oder erst gar nicht stattfindet, so dass ihr gar keine Entzündung habt im Mund. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil diese Zahnfleischentzündung rufen auch andere Krankheiten hervor. Es ist tatsächlich so, dass erwiesen ist, dass Krankheiten wie Diabetes zum Beispiel in einem engen Zusammenhang steht mit solchen Zahnfleischentzündungen oder aber auch Herzerkrankungen. Ihr dürft das nicht unterschätzen. Ja, es ist tatsächlich so, dass unser Körper, wenn es eine Zahnfleischentzündung hat, eine starke Parodontitis, dass dann wie so das Ganze als toxisch gesehen wird vom Körper und es wird ein Abwehrmechanismus aktiviert im Körper. Und diese Entzündung kann sich sogar in eurem Blutbild zeigen. Also daran seht ihr, wie wichtig das Ganze ist und nehmt das bitte ernst. Ich habe immer wieder Patienten, die kommen und sagen, ah, ich war ewig nicht beim Zahnarzt. Und dann sage ich immer, und wie sieht's denn aus? Waren Sie bei der Reinigung? Und dann sagen sie, nee, da war ich auch schon ein paar Jahre nicht mehr. Und das ist wirklich so, so wichtig, weil ihr müsst euch wirklich vorstellen, wenn wir unsere Zähne optimal reinigen, und das können ja die wenigsten, dann schaffen wir trotzdem meistens nur 80% wirklich optimal zu reinigen. Und das heißt, wir benutzen Zahnbürste und auch noch Zahnzwischenraumpflege. Also auch ich nehme mich da nicht aus. Auch ich schaffe es nicht, alle Bereiche optimal zu reinigen. Auch ich bekomme Zahnstein an bestimmten Stellen, obwohl ich genau weiß, da muss ich besser reinigen. Ich schaffe es trotzdem nicht, dorthin zu kommen. Es ist eben einfach vom Handling auch manchmal nicht möglich. Und deswegen, geht zur Zahnreinigung, es ist so, so wichtig und ihr könnt damit so vielen Sachen vorbeugen, wie gesagt auch anderen Erkrankungen in eurem Körper, die im Prinzip durch diese Entzündung mit verursacht oder verstärkt werden können. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt oder wenn euch das Thema sehr interessiert, dann schreibt mir in die Kommentare, lasst mir ein Like da und abonniert natürlich meinen Kanal, wenn ihr das gut findet, was ich mache. Eure Zahnfee, eure Julia. Dir hat dieses Video gefallen? Dann lass ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke,